Hi Leute und willkommen zurück zu Part 2 von meinem Enshrouded Dungeon, den Hallen der Erloschenen. Wir gucken uns heute ein bisschen weiter im Dungeon um und mehr gibt's dazu auch einfach nicht zu sagen. Scannt auf jeden Fall den QR-Code hier, wenn ihr Bock habt, mir auf Discord zu folgen, denn wir werden demnächst auch ein Großprojekt haben und brauchen dazu alle möglichen helfenden Hände. Wenn euch mein Content gefällt, dann lasst gerne ein Abo da und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß und let's go. Dann rechts oder links? Ich weiß es nicht, Leute, hilft mir. Wir gehen erstmal links. Gut. Das heißt, weiter hier. Das können wir wieder zerstören. Und ja, das braucht man nicht unbedingt kaputt machen, aber das würde ich... Hallo? Na gut, dann eben nicht. Okay. Gut, hier haben wir dann noch einen Sack. Da sind auch wieder die Pfeile drin. Und was ist hier? Was ist da? Oh, wow, okay. Und dann kann es auch gleich weitergehen. Warte mal, das da oben ist doch so ein Haken. Aha, ich glaube, ich muss mich von da hinten dann da langhangeln. Oh nein, das war vielleicht so nicht geplant, Leute. Aha, und da kann ich mich jetzt hochziehen. Sehr schön. Bist du deppert? Oh yeah, ich freue mich auf die Hangelparty. Nicht? Mann, ihr wisst ganz genau, ich kann das nicht. Wie soll denn das funktionieren? Ach Mann, Leute. Okay, ich habe es geschafft. Keine Blamage. Was ist hier? Nix. Diese Dungeons sind immer so riesengroß. Und alleine ist es auch immer recht langweilig. Aber naja. Das muss, ne? Wo geht's jetzt hier lang? Immer gucken nach Geheimtüren. Ich glaube, hier ist aber keine... Ach, guckt mal an. Jetzt sind wir bei dem einen Knopf. War da vorher auch schon der Gang oder habe ich den einfach nicht gesehen? Kann es euch echt nicht sagen, Leute. Macht nichts. Okay, haben wir das erledigt? Einmal runter mit uns. Das heißt, wir gehen rechts lang und müssen dann theoretisch auch hochkommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, muss ich überhaupt noch hoch? Weil, ich meine, ich habe den Knopf ja schon gedrückt. Naja, kann ja nicht schaden. Für die, die den Dungeon vielleicht nicht kennen, dann schauen wir einfach noch kurz rauf. Ach, du große Neune. Ach, du große Großneune. Ja, schaut mal. Aber wenn wir jetzt hier nicht lang gegangen wären, hätten wir jetzt das auch nicht gefunden. Brustpanzer des Bogenschützen. Sonst ist hier... Ist aber nix, ne? Also, wir sind gekommen von dort. Das heißt, wir gehen jetzt die Treppen hoch. Braucht eine Waffe. Ist hier irgendwas? Nee. Ah doch, hier sind Vasen. Die machen wir noch schnell kaputt. Und dann geht's weiter.
Ach, hier ist was zu lesen. Weg damit. Und du kannst auch weg. Hört meinen Plan, Brüder. Hör auf, mit deinen weinerlichen Zähnen zu klappern und hör zu. Ich habe einen Plan, um den Segen der Flammen zurückzugewinnen und diesen schrecklichen Fluch aufzuheben. Als erstes machen wir ein schönes Feuer, einen Kronleuchter und ganz viele Kerzen. Zweitens suchen wir uns einen knochigen Schwächling, der als Kind nicht genug Milch geschluckt hat. Drittens, wir zerschlagen ihn in Stücke. Viertens, werfen wir seine traurigen, zerbrechlichen kleinen Knochen als heilige Opfergabe in die Feuergrube und tanzen, bis die Flamme uns vergibt. Wir könnten dazu auch etwas trällern, aber das einzige Lied, das ich kenne, ist OD an Pikemead. Wenn ihr ein paar Lieder von diesem Badenwal kennt, macht mit. Wunderschöne Geschichte. Ein guter Plan, wirklich. Das hilft bestimmt. So, dann haben wir noch diesen Raum. Kommt her, ihr Süßen. No problem, wir gehen weiter. Habe ich kurz eine Fackel da? Hier ist auch nichts Interessantes. Außer das Grab. Kupferpfeil und, was war das nochmal? Das rote Marmorfragment. Katzenhaare immer. Hier geht's auch rauf. Zu einer Truhe. Stahlschwert des Sakrilegs. Wir wollen aber durch diese Tür hier. Oder? Ist hier noch was? Außer die Dinger da. Auf ins Verderben. Also in den nächsten Raum. Ach genau, hier hinten sind diese 10 Dinger, die wir finden müssen. Aber ich hab's ja schon. Also weiß ich jetzt nicht. Muss ich tatsächlich diese 10 Dinger noch finden? Yup oder nope? Ach so, okay, ich muss einfach nur die hier alle besiegen. Okay, easy. Das schaffen wir doch irgendwie. Lass du mal auf. Nein, Gott, ich sehe nichts. Komm schon. Ha, und dann haben wir nur noch dich. Und schon ist es auf. Interessant. Na gut, aber wir haben es ja schon offen. Dadurch, dass ich mal wieder einfach vorpreschen musste. Findet sich denn sonst noch was hier? Sieht mir nicht so aus, gell? Nehmen wir wieder unser Licht. Denn ohne Licht geht es nicht. Und ja, genau, hier ist dann auch schon das Knöpfchen. Dann haben wir ja jetzt hier noch die Tür, durch die wir durchgehen können. Weil wir sind ja von da hinten gekommen. Und dann schauen wir mal hier rein. Was da noch so ist. Oh, hallo. Auch nichts. Aber hier, ach, ich weiß auch immer nicht, ist irgendwo was dahinter oder nicht? So, hier ist auf jeden Fall nichts dahinter. Gut. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ist das jetzt noch der andere Weg, der noch offen war? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht und hier können wir reparieren. Das ist sehr, sehr gut.
Wunderbar. Alle Gegenstände repariert. Das ist toll. Und schauen wir weiter. Wo kommen wir denn da jetzt hin, Leute? Ach ja, okay. So, das heißt, wir waren geradeaus noch nicht. Doch, waren wir auch schon. Okay, dann sind wir, glaube ich, hier fertig. Können wieder raus. Und dann müssen wir ja nur noch geradeaus. Aber wir gucken mal, ist hier was oder nicht. Komme ich da rauf? Ja. Okay, aber da wäre ich wahrscheinlich über die Treppe sowieso raufgekommen. Deshalb... Ja, gut. Hat sich also nicht gelohnt. Schauen wir natürlich noch darauf. Aber hier sieht es ein bisschen zerbombt aus. Hey, hast du keine Freunde? Ach ja, und hier kann ich mich raufhangeln. Ach so, jetzt bin ich hier. Na gut. I see, I see. Das ist hier, wo ich vorher gestorben bin. Aber hier ist jetzt auch nichts weiter. Nee, scheint nicht so. Na gut. Dann einmal da rein. Yay, da ist wieder was zum Speichern. Dann geht's hier weiter. Um Himmels Willen. Da ist eine versteckte Tür. Kettenheilung. Aha, und hier ist wieder dieses Ding. Funkelnder dunkler Kristall. Hier ist nichts mehr. Ist oben irgendwas? Nö. Hier ist auch nichts. Da nicht. Da? Nein. Den wir jetzt nach oben müssen. Wie es ausschaut. Nehmen wir mal kurz hier das Schwert. Komm, hau halt ab, du nervst. Ist hier irgendwas zum Langhangeln? Na. Schon wieder so einer. Und ich glaube, hier ist was. Ja, zum Looten. Feuerball. Ich kann ja eigentlich auch mal hier meine so ein paar Beschwörungstypis holen. Die folgen mir doch sowieso. Dann können wir hier durch. Und die Dinger haben uns jetzt überhaupt nichts gebracht. Okay, wir sind jetzt hier und hier haben wir wieder einen Barrieren-Dings. Oh mein Gott, jetzt dachte ich schon, Hilfe, wo tut der mich hin? Aha, und jetzt haben wir hier so einen fetten Raum. Mann, wieso sind diese Dungeons eigentlich immer so ewig lang? Kann mir das mal wer verraten? Aha, hier müssen wir wieder diese Dinger sammeln. Nein, stopp, halt, stopp. Da haben wir ein Kistchen. Oh, und da unten sehe ich, geht es irgendwie so einen Weg rein. Aber jetzt würde ich erstmal gerne hier oben bleiben. Und weiter. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Höhle gefunden. Und hier einfach nur ein Rattennest und ein Barrierending. So, dann waren wir auf dieser Seite. Dann gehen wir rüber zur nächsten. Und auch hier ist wieder ein kleines Höhlchen, aber
mit nix drin. Oder? Wow. Geh halt rauf da. Oh. Ein Wendelaufgang. Ach so. Guck mal an. Haben wir doch eins. Dann wieder runter. Ach, Scheißdreck. Ist doch nicht dein fucking Ernst. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Da hinten war es, gell? Dann fliegen wir jetzt hierher. Und haben hier einen Gang. Ich brauche bitte das hier. Mit einer goldenen Kiste. Yay. Sehr schön. Silberschussbogen. Da müssen wir dann mal gucken, was der so kann. Wir gehen weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich brauche das da. Okay, gut. Spinnen tun uns ja nichts. Das ist easy hier. Und hier ist das nächste Stückchen. Sehr gut, sehr gut. Dann einmal, wartet mal, gehen wir hier hinten lang? Vielleicht? Mit der Fackel, please. Und wir sehen, ob hier noch irgendwas ist. Ah, wartet mal. Bevor ich irgendwie zur anderen Seite gehe, sehe ich ja, dass hier auch noch eins ist. Und dann einmal an der Blümchen vorbei. Ist hier was? Nö. Dann schauen wir natürlich hier noch lang. Und haben hier die nächste Höhle. Und die Barriere ist aufgehoben. Wunderbar. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wie ich da hinten irgendwie hochkomme. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Nee. Guckt mal, können wir hier easy langdüsen. Uah. Scheiße, nein, geh hoch, geh hoch. Mein Gott. Ist aber auch manchmal kompliziert, ne? Dann gehen wir einmal durch diese offene Barriere. Und haben wieder einen Speicherpunkt. Super. Sehr, sehr gut. Dann weiter im Text. Ich hoffe, ich komme jetzt dann mal zum Ende. Ich mag nicht mehr. Diese Dungeons, die sind immer so... So, hier haben wir nochmal Schädelbeschwörungsgefäße. Und Knochenströmchen. Ich nehme mal meine Waffe, weil da hinten sind nämlich schon wieder solche Assis. Hallo, ihr Süßen. Das schnell putt. Sehr gut. Was ist hier so? Nix. Ja, wo kommt ihr denn alle her? Hier unten aus dem da. Jetzt wartet mal, wir können auch da rechts noch lang. Aber wenn wir jetzt eh schon hier unterwegs sind, gehen wir natürlich da lang. Ach, geh halt näher dran. Und haben jetzt hier wieder die nächste Tür. Sesam, öffne dich. Ja, und das war's auch schon wieder mit Part 2. Es wird tatsächlich noch einen Part 3 geben, weil ich tatsächlich so viel Aufnahmematerial zu diesem Dungeon habe.
Was mich dann tatsächlich auch zu dem Entschluss gebracht hatte, dass ich die letzten beiden Dungeons, die mir noch fehlen, irgendwie anders machen möchte. Ich weiß nicht, ob als Speedbuild oder, ja gut, Speedbuild ist es nicht, Speedrun, oder ob ich nur zeige, wie ich die Bosse töte und wo ich die Verstecke gefunden habe oder halt Sachen, die noch relevant sind fürs Spiel. Das muss ich mir noch überlegen. Aber in dem Sinn, Leute, viel Spaß euch noch, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye!